Bonjour und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist Shin Yakuza mit einem neue Folge von Avatar Protest of Pandora. Ja, Leute. Ihr habt gesehen, in der letzten Folge habe ich das ganze Spiel beendet, aber es sind mir noch zwei Nebenquests zu erledigen. Das, was ich nicht machen wollte, das habe ich schon weggemacht. Also keine Lust. Und ja, machen wir das hier wohl erstmal. Und ich weiß auch, wo das sich befindet. Und zwar hier. In Heinke. Ja, ja. Was für ein Leckerbissen, ha, Carol? Ne, das habe ich jetzt keine Bock. Ja. So, da ist sie. Da bist du ja. Sarentu, komm her. Hast du einen Moment? Manwë ist verschwunden. Er ist gelegentlich Sänger, aber immer ein Narr. Niemand hat ihn gesehen. Wo war er denn zuletzt? Hier. Er besucht viele von uns, die den Kametire ebenfalls den Rücken gekehrt haben. Er tauscht gern seine miefenden Samen gegen meine Geschichten. Letztes Mal habe ich ihm eine erbaulichere Geschichte erzählt. Danach war sein Blick irgendwie anders. Als ob er an diesem Abend als Manwë gekommen war, aber als ein anderer ging. War wohl eine belebende Geschichte. Selbst die beste Geschichte sollte nur inspirieren und nicht anleiten, wie ich bei Manwë befürchte. Ich habe meinen Ikran überlebt und kann nicht nach ihm suchen. Er könnte überall sein. Wenn er die Geschichte beim Wort genommen hat, sollte ich sie auch hören. Wenn du bereit bist. Okay, wo ist der? Takari, bin bereit. Vor langer Zeit beschritt ein alter Krieger einen sagenhaften, nebligen Pfad, an dessen Ende der Tod wartete. Am Ende seines Lebensfadens fürchtete der alte Mann den Tod jedoch nie. Der Tod ließ sich Zeit, und der Krieger dachte über seinen Weg nach. Auf der höchsten der merkwürdigen Steinwolken stand ein in traumhafte Rottöne gehüllter Baum. Es war der schönste Baum, den der Krieger je erblickt hatte. Dann traf er einen heulenden Riesen, freundete sich mit ihm an und stieg auf seinen Kopf, um seinen leisen Sorgen zu lauschen. Schließlich schlich er an einem Giganten aus einer anderen Welt vorbei und verbarg sich hinter Wurzeln. Er kicherte, weil er so zitterte. Und hier stellte er sich schließlich dem Tod in Gestalt eines geflügelten Geschöpfs mit widernatürlichem Panzer. Als er das Geschöpf niederstreckte, verstand er seinen neuen Pfad. Er wollte den Tod. Der Tod wollte, dass er lebt. Was bedeutet das alles? Manwë zog jede Geschichte der Geschichte vor, in die wir Kametire gebunden sind. Er wandert traurig mit Samen umher. Wie der Krieger fürchtet er den Tod nicht. Die Geschichte gibt einige Hinweise darauf, wonach er suchen könnte. Ein guter Anfang, denke ich. Ich werde auf dich warten. Und auf ihn. Wo
ist er? Da bist du hier. So, wo ist denn der? Oh, das ist der rote Baum. Schwebende Wolken, oder? Diese Samen. War Manwë irgendwann hier? Komm schon. Kommt nicht. Los, Carol! Ja! Ja. Komm schon, wollen die jetzt wirklich einen Kampf? Ja. Heute weiterleben, morgen weiterkämpfen. So, wo ist er? Oh, falsche Seite. So, jetzt richtige Seite. Weinender Riese, oder? Und die Samen. Manwë war hier. Muss ich jetzt wieder? Wo
ist meine Reit. Mein Mädchen. Mädchen. Nein, darauf falle ich nicht mal noch mal rein. Uhu. Okay. Es hat vielleicht zu tun mit Fußspuren. Na, wie? Da rannte vermutlich jemand um sein Leben. Aber wer war das? Ich denke nicht. Im Kampf getötet von... Ich weiß nicht. Ob das ein Hinterhalt war? So, wartet mal. Wer könnte hier sein? Oder oben? Ja. Ein Navi ist geflüchtet. Verlor einen Beutel, der nach Samen riecht. Die Manoe gern mag. Aber was noch? Ja, ja, beruhig dich. Wie getötet. Genaue Schlüsse. Das könnte nicht von hier sein. Warte, was war das? RDA und Navi treffen aufeinander. Navi legt ein Paar um. Könnte Manoe gewesen sein. Ein einsamer Navi, wahrscheinlich Manoe, trifft auf RDA. Alle unvorbereitet. Der Navi schaltet ein paar RDA-Leute aus, flüchtet. Verliert einen Beutel. Ich folge dem Duft des Beutels. So werde ich dich finden. Ja, wo ist er? Da bist du. Hier. Sarintu und... Manoe, tut es weh? Keine Sorge, nur ein paar Schrammen, sonst nichts. Die Himmelsmenschen hatten nicht damit gerechnet, dass ich kämpfen kann. Ich auch nicht. Warum bist du allein hier? Dakaris Geschichte? Ja, dabei bin ich auf die Himmelsmenschen gestoßen. Und gleich so viele. Der alte Manoe hat sich schön erschreckt, was? Sie haben sogar einen fiesen Metall-Ikran geschickt. Ich habe sie aber aus gutem Grund hierher geführt.
Hier gibt es sehr viele Schwärme, die weitaus schlimmer sind als Pfeile. Die werden unsere Heimat kennenlernen. Oh, aber zuerst ruhe ich mich aus. Bleib ruhig, Manuel. Du bist verletzt und darfst nicht kämpfen. Nein, ich... es ist fast geschafft. Dakari bringt mich um, wenn sie wüsste, dass ich dich kämpfen lasse. Oh, ich sehe ihren Blick direkt vor mir. Ja, also gut. Ich bin in Gedanken bei dir. Betrachte es als Ewas Geschenk über mich. Okay. Ups, falsche Richtung. Komm schon. Ja, der will. Habt ihr gesehen heute? Haben wir gesehen? Kleiner Wichser. Oh, Alter, von so einem Schuss bin ich tot. So, komm her, du kleiner Wichser. Komm ruhig hier, du Wichser. Hallo? Schon, Leute. Die Himmelsmenschen sind weg. Du kannst jetzt nach Hause. Nach Hause? Es ist ewig her. Ich war nicht mehr dort, seit sie deine Leute getötet haben. Ich habe hier draußen den Tod erwartet. Doch ich war schon lange eine wandelnde Leiche. Dakari fürchtet, du nimmst ihre Geschichte wörtlich. Nur eine Geschichte, natürlich. Ich wollte ihr nur folgen, sehen, ob ich bereit für den Tod bin. Du hast den Tod gesucht, bist aber noch am Leben.
Oh, du hättest mich sehen sollen, als der Tod sich mir als Himmelsmenschen offenbart hat. Da wählte ich das Leben. Aber deine Schmeichelei ändert nichts. Dieses Ende, der Kampf, den du gewonnen hast, sie sind deine Geschichte. Ach du Scheiße, was ist denn das? Manuel war noch mal hier, um mich zu sehen. Leicht lädiert, aber sonst einfach nett, wie immer. Hat er nach einer Geschichte gefragt? Nein, hat er nicht. Und ich denke auch, dass meine Geschichten ihm nichts mehr bringen. Der Krieger entschied sich für das Leben, als er den Pfad wählte. Manuel realisiert das nicht, aber er fühlte. Er ist viel schlauer, als er denkt. Es gibt noch Hoffnung. Ja, er denkt, dass es deine Geschichte ist. Aber das stimmt so nicht. Bei den Kametire gibt es viele wie ihn. Bald haben sie ihre eigenen Geschichten. Ich freue mich, sie bald zu erzählen. So wie auch deine. Bis zum nächsten Mal. Geschlossen. Verschwinden die Himmelsmenschen jetzt? Ich wage kaum zu hoffen. Sie ist eindrucksvoll, als wäre eine... Du bist zurück, mit vielen anderen. Die Höhlen erstrahlen im Glanz der Geschichten. Welch schöner Anblick. Das Heilen wird noch Zeit erfordern, aber das ist ein guter Anfang. Okay, Heimkehr abgeschlossen. Jetzt kommt Wilde Jäger. Okay. Anlage südwestlich, der Lagerdepot Kilo stammen. Okay Leute, ich habe ein paar Vermutungen, wo das ist, so Richtung hier. Ach hier. Leichen. Eine Grube? Geront hat du Frottel. Ups. Anka, ich hab ihn gefunden. Den Ort, an dem die Bestien gehalten wurden. Willst du wirklich rein, ganz sicher? Adir sagte, dass es ein ganz furchtbarer Ort ist. Da werden nur schlechte Erinnerungen sein. Ja, genau das befürchte ich.
Ich sollte den Sicherungskasten zerstören und den Strom blockieren. Okay. Bin in der Anlage. Riesig hier. Ein Biolabor. Mit Tierkäfigen. Oh, Funksignal zu schwach. Ach, da bist du. Ich höre dich nicht mehr, Anka. Hier müssten Funkrelais sein. Ich könnte versuchen, sie wieder zu aktivieren. Okay, okay, komm mit. Ah, fuck you. Einmal Tor. Endlich. Anka, hab noch einen wilden Thanator erledigt. Verdammt. Bist du okay? Hatte er auch eine ID? Ja. Sehr komisch. Das hat bestimmt mit dem gesperrten Bereich im Erdgeschoss zu tun. Sei einfach vorsichtig. Der Code der Bestie passte zu der Tür. So. Scharas Ethologie-Notizen. Sozialisierungsversuche weiter ergebnislos. Frustrierend. Jäger Bravo zeigt Anzeichen von Sozialverhalten. Putzt sich in Deltas Nähe. Vermutlich unterwürfiges Signal. Delta zeigt keine Reaktion. Spielform wohl frühes Dominanzspiel.
nicht Rudelverhalten. Seltsam, da sie vor Entfernung des Neuralfortsatzes Sozialverhalten zeigten. Hypothese. Neuralfortsatz integral für Sozialverhalten und neurologischen Aufbau. Ah, fertig? Okay. Entfernung verursacht physische Schmerzen. Was habe ich nur ge... Was soll ich hier durchsuchen? Achso, hier. Ajir Beshara, persönliche Notizen. Die Jäger machen mir langsam wirklich Angst. Keine Quest verfügbar. Ja Leute, das war's mit Avatar von The Suffer. Ja, ich würde das Spiel wirklich jedem weiter empfehlen. Geiles Spiel. Ja, das war's wohl mit Avatar von The Suffer. Tschüss.